So, Ton läuft, Videoaufnahme läuft auch. Das war der Clap. Timo, auf geht's. Heute ist mal wieder. Der Fall des Monats. Ich finde den so geil, den Jingle. Okay, so, dann geht's mal los. Also, Fall des Monats. So, Timo, irgendwie kommt mir gerade ein bisschen blöde vor, weil du hast bis jetzt noch gar nichts gesagt. Ich bin gerade so ein Alleinunterhalter. Also hau mal raus jetzt. Fangen wir mal an hier mit deinem Eingangsgelaber. Also Timo und naja, mach mal. Hörst du mich? Marci, es tut mir voll leid. Du siehst, es ist voll spät. Wir wollten aufnehmen. Ich habe immer noch den Kasak an. Ich bin immer noch hier. Es ist unfassbar. Aber ich schaff's nicht. Ich werde es nicht schaffen, heute aufzunehmen. Wir müssen das irgendwann. Ich glaube gar nicht. Fall des Monats ist heute. Das ist ein Fall des Monats. Eine Covid-Patientin, schwanger, Kind per Kaiserschnitt, alles gut. Sie echt krank. Ich habe zu tun. Es tut mir leid. Eine Komplikation nach der anderen. Ich bin raus. Es tut mir leid. Hau irgendwas raus. Erzähl einen schönen Fall. Beim nächsten Mal checken wir das wieder zusammen. I'm so sorry. Und Leute, ich bin auch sorry für euch. Es gibt keine Geschichte. Es ist schlechte Audioqualität, weil kein Mikrofon am Handy und haltet durch. Bis dann. Peace. Ja. Also, ich würde vorschlagen, du hast ja noch so 2, 3 Tage, bis diese Folge online geht. Von daher, chill mal, bau dir die Kamera auf, setz dich und erzähl doch einfach mal den Fall. Ja. Jetzt sitze ich zu Hause tatsächlich. Ich gebe es auch zu, das ist schon ein bisschen länger her, diese Aufnahme. Es war noch in diesem Monat, aber ich habe Feierabend, wie ihr sehen könnt. Und ich habe ein Cap auf. Das geht nicht. Das hat Marci ja sonst. Also lassen wir das mal. Ich bin euch noch einen Fall schuldig. Und ich würde euch ganz gerne von dieser jungen Frau erzählen, der es gut geht. Und die mittlerweile über die Normalstation, ich glaube, schon nach Hause entlassen worden ist. Und der geht super, aber ich will davon gar nicht mehr erzählen. Weil der Fall, der war spektakulär. Und ja, da gibt es auch super viele geile Sachen, die man als Mediziner so richtig gut ausweiten könnte. Aber ich hatte einen viel krasseren Fall. So ein Klassiker. Der Klassiker des Intensivmediziners, des Notfallarztes schlechthin. Ein frisch operierter, junger Patient, wirklich jung, an einem Nierenzellkarzinom operierter Patient, der die OP gut überstanden hat. Eine Nacht bei uns auf der Intensiv, das nennt man dann Bed and Breakfast. Am nächsten Morgen ganz stabil wieder auf die Normalstation. Und 2 Tage später, wieder einen Tag später, zweiter postoperativer Tag, kommt die Physio zu ihm. Und die sagen, Junge, im Bett rumchillen, gibt's bei uns nicht, ab an die Bettkante. Ich muss vorneweg eine kurz. Erzähl ich gleich. Junge, gechillt wird nicht, ab an die Bettkante. Mobi. Sie haben ihn mobilisiert an die Bettkante und ihm wird schwindelig. Und er sagt, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht gut. Fängt an, sich hinzulegen, wird von den Kollegen begleitet, hingelegt. Die rufen den Arzt dazu. 2 Kollegen sind mit am Bett und er bricht zusammen.
Im Liegen wird er bewusstlos, ist nicht mehr ansprechbar. Auf Tasten gibt es keinen Puls mehr, er atmet nicht mehr. Wir haben eine leblose Person und die Kollegen fangen natürlich sofort an mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, mit einer CPR. Machen den Notruf, den hausinternen Notruf, lösen sie aus und wir kommen mit dazu. Dieser wirklich sehr junge Patient wird von uns intubiert, wird 8 Minuten lang reanimiert. Dann hatten wir ein ROSC, also eine Rückkehr eines spontanen Kreislaufs. Also sowohl das Herz im EKG hat wieder Ausschläge gehabt, als auch, dass eine Pulswelle eben darauf folgte. Das heißt also, elektrische Signale ziehen über den Herzmuskel hinweg und der Herzmuskel hört auch zu und pumpt wieder Blut vernünftig vorwärts. Ich also, Junge, einpacken, Fahrstuhl, ab auf die Intensivstation. Das ging so lange gut, bis wir im Fahrstuhl angekommen sind. Da ist er dann wieder leblos geworden und wir mussten ihn wieder reanimieren im Fahrstuhl. Und das ist sehr selten, dass diese Situationen auftreten, aber wir haben es diesmal wirklich wie im Film gemacht. Einer von uns saß auf dem Patienten und sorgte dafür, dass die Herz-Lungen-Wiederbelebung, der war ja mittlerweile intubiert und über eine Maschine beatmet, aber eben diese Kompression, drücken, 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 wir haben es schon 100 Mal gesagt, wie wichtig das ist, das darf nicht unterbrochen werden. Und so haben wir das auch nicht gemacht und haben das dann wie im Film gemacht. Eine saß drauf und hat halt eben immer wieder und die ganze Zeit diesen Thorax von außen so komprimiert, dass wir die Herzauswurfleistung imitiert haben. Angekommen auf der Station wurde der Patient mit allem versorgt, was wir so an Medikamenten und an Zugängen haben und haben jetzt also versucht, diesen Menschen am Leben zu erhalten. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das ist so ein Klassiker der Intensivmedizin oder ein Klassiker des akuten Krankenhauses. 2. postoperativer Tag, der Patient wird mobilisiert und was soll er denn haben? Er wird eine Lungenarterienembolie haben. Wir also den Ultraschallkopf aufs Herzen und es gibt mehrere Sachen, woran man eben am Herzen erkennen kann, dass es ein Flusshindernis im kleinen Kreislauf gibt, also in der Lungenstrombahn, und so war es auch bei ihm. Man muss kurz zur Geschichte erzählen, dass der große Tumor schon bis in die eine sehr wichtige große Vene reingewachsen ist, also die mit infiltriert hat. Und da wurde ein Stück von dieser Vene mit rausgenommen und darauf wurde dann ein Patch genäht. Und an dieser Stelle, wo diese Venenwand nicht so richtig versehrt ist, kann es zu Flusskomplikationen kommen, also kleine Turbulenzen im Blutfluss. Und die können manchmal schon ausreichen dafür, dass so kleine Trompen entstehen. Und so wird es vielleicht bei diesem Patienten gewesen sein, nur so als kleiner Hintergrund. Wie gesagt, wir hatten in diesem Ultraschall jetzt gesehen, dass es da eine ordentliche Rechtsherzbelastung, also eine Belastung im Flussgebiet des kleinen Kreislaufes, des Lungenkreislaufes, der Lungenstrombahn gab. Und standen jetzt vor dem Problem, frisch operierter Patient, riesengroße OP, riesengroße Bauch-OP, also urologische, aber ne, ein Riesenorgan, super durchblutet und eben an der unteren Hohlvene, an einer richtig dicken, wirklich fetten Gefäßwand wurde genäht. Und normalerweise macht man bei einer Lungenarterienembolie was. Man würde medikamentös dafür sorgen, dass alle Trompen, die irgendwann mal im Körper entstanden sein könnten in der letzten Zeit, lysiert aufgelöst werden. Die Nachblutungsgefahr ist riesig. Abgefahren riesig. Wirklich groß. Und deshalb standen wir jetzt nun zwischen Baum und Borke, wie man so schön sagt. Wir standen jetzt also da, ein Patient, der sich so gerade so eben stabil hielt, der eine große Lungenarterienembolie zu haben scheint, aber auch eine große OP hinter sich hatte. Und deshalb wussten wir nicht, trauen wir uns zu lösen, also diese Blutgerinnsel alle aufzulösen, mit der Gefahr, dass es anfangen könnte zu bluten und der Patient eben auch verbluten kann? Oder lassen wir das mit diesem Auflösen der Trompen und riskieren die Gefahr, dass das Herz gegen dieses Flusshindernis gar nicht mehr ankommt und wir ihn eben nicht mehr zurückholen können? Nach so 20 Minuten hatten wir ihn dann so stabilisiert, dass wir mit ihm in die Computertomographie fahren konnten, weil wir uns eben angucken wollten, was nun wirklich der Auslöser war. Und beim Umlagern ins CT ergab sich nochmal eine kurze Reanimationssituation.
Und im CT hat man dann eben die große Lungenarterienembolie auf beiden Seiten, allerdings peripher, nicht zentral. Also nicht gleich nach Herzabgang sind beide Lungenarterien dicht, sondern ein bisschen weiter in der Peripherie. Und das brachte uns dann eben dazu, dass wir eben keine dieser Lyse ganz durchgeführt haben, sondern ihn nur mit Heparin behandelt haben. Nur mit Heparin behandelt haben. Dabei lässt sich das Risiko für eine Nachblutung etwas mehr herunterdrücken, aber man schafft es eben auch, die Trompen mit aufzulösen und diesen Blutfluss am Herzen, also an den Arterien für die Lunge, wieder freizuspülen. Ja, Leute, und jemand, der so oft und so häufig und so lange reanimiert worden ist, da gibt es natürlich die Gefahr, dass es für eine Zeit lang, gerade wenn es auch ein Problem gab, dass das Blut nicht vernünftig mit Sauerstoff angereichert werden kann, weil der Fluss vom Herzen durch die Lunge eben blockiert war, da kann eine wirklich nicht unerhebliche Gefahr entstehen, dass eben eine Hypoxie entsteht. Im sehr empfindlichen Gehirn, dass eben das Gehirn eine Zeit lang nicht genug Sauerstoff bekommt und dass derjenige eben nicht mehr wach wird. Und das war eben unsere Angst. Und er verblieb dann erstmal für 2 Tage im künstlichen Koma. Ich war jetzt hier zu Hause und meine Kollegen riefen mich gestern dann endlich an und haben mir gesagt, sie haben ihn extubiert, er ist ansprechbar, er reagiert adäquat und er hat es echt gepackt. Und das finde ich so geil, dass Medizin eben auch mal funktioniert und dass eben solche Katastrophenfälle eben auch funktionieren und dass diese Reanimation so gut funktioniert hat. Und wenn ich das nächste Mal da bin, dann werde ich mir jeden Einzelnen, der bei den Reanimationen dabei war, zur Seite nehmen und ihm sagen und ihr sagen, wie geil dieses Team zusammengearbeitet hat und wie unglaublich cool ich das finde, dass wir den jungen Mann da durchgebracht haben. Wow, krass. Ja, bei dir ist mal wieder einiges los. Bei mir ist auch ab und zu mal was los, aber irgendwie sind das nicht so die Fälle des Monats bei mir. Ich finde immer viel zu viel Drama. Wir hatten kürzlich so einen Autounfall, bei dem die Insassen aus Käufer des Fahrzeugs bestand, der Freundin des Käufers und dem Verkäufer des Fahrzeugs. Und die haben gerade sozusagen die Fahrzeugübergabe gemacht und sind nochmal gemeinsam ins Auto gestiegen und losgefahren und haben nochmal so getestet, was da unter der Haube steckt. Der Fahrer war der Käufer, auf dem Beifahrersitz saß die Freundin und hinten der Verkäufer. Und auf einer Landstraße haben sie nochmal Gas gegeben und dann scharf gebremst. Dabei, weiß ich nicht, irgendwie Bremspedal geklemmt oder so. So richtig haben wir das nicht so rekonstruieren können, aber es kam dann dazu, dass sich das Fahrzeug drehte, von der Fahrbahn abkam und dann rückwärts gegen einen Baum fuhr. Wir bekamen den Verkäufer des Fahrzeugs mit einer Wirbelsäulenverletzung, die Freundin fast unverletzt, Rippenprellung oder Rippenfraktur vielleicht, aber ich glaube, die war unverletzt. Und der Käufer des Fahrzeugs ist quasi umgehend eingetrübt und verstorben, noch vor Ort. Der Notarzt kam noch, hat versucht zu reanimieren und das, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde gemacht, aber da war dann nichts mehr zu machen. Das ist dramatisch, das ist traurig, das ist Schicksal, aber das ist nicht mein Fall des Monats. Vor allem, ich habe da ja auch keine Medizin gemacht. Also es kamen dann halt diese zwei anderen Insassen des Fahrzeugs und da war jetzt ja auch nicht so viel zu tun. Aber mein Fall des Monats ist, mal davon abgesehen, dieser Unfall war glaube ich noch im August. Aber mein Fall des Monats ist wieder aus der Ambulanz. Irgendwie ist das für mich so gerade das neue Ding, weil das einfach auch das neue Ding für mich ist. Und was so anders ist im Vergleich zum Krankenhaus vorher, oder ich bin ja immer noch im Krankenhaus, aber was so anders ist, ist, dass die Patienten, die ich über die ganzen Jahre, die ich jetzt im Krankenhaus tätig bin, gesehen habe oder auch immer noch sehe, die sind immer vorgesehen. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich meine damit, die wurden schon vorher von anderen Ärzten gesehen, entweder von Ärzten aus unserem Team, beispielsweise dem Chefarzt, der die Sprechstunde bei uns meistens macht,
oder die ambulanten Ärzte, also der Hausarzt oder der niedergelassene Orthopäde, der schon Diagnostik gemacht hat, der schon herausgefunden hat, jedenfalls, was mit dem Patienten ist. Und die Patienten sind auch immer alle vorinformiert. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt ist es eigentlich, soweit ich so denken kann jetzt, wirklich das erste Mal, dass ich tatsächlich Patienten sehe, die komplett ungesehen sind, die zum ersten Mal mit ihrem Problem einen Arzt aufsuchen und ich dann im Rahmen der Diagnostik halt eine Diagnose stellen kann, die mitunter auch mal heftiger sein kann. Das sind eigentlich Standarddiagnosen aus dem Krankenhaus, aber wie gesagt, die Patienten sind darüber im Krankenhaus immer schon informiert und wissen, was sie haben und was man mit ihnen machen wird. Das ist jetzt halt anders und jetzt hatte ich einen, der war so Ende 50 und kam mit Schmerzen im Bereich der Leiste und einem sehr schmerzhaften Gangbild. Das ganze klinische Bild, also die ganze Symptomatik, die er mitbrachte, das ist überhaupt nicht schwer gewesen. Ich würde sagen, jeder einfache Orthopäde, ja, ich bin auch nur ein einfacher Orthopäde, ich bin eigentlich lassen wir das. Jedenfalls, ziemlich einfach zu erkennen gewesen, dass der einfach schwere Arthrosen der Hüftgelenke hatte. Das konnte ich dann noch mit einem Röntgenbild bestätigen, aber der Patient kam einfach nur mit Schmerzen in der Leiste, schon seit ein paar Monaten, und hat dann zum ersten Mal erfahren, dass er eine Krankheit hat, die ihn aus der Bahn wirft. Und deswegen ist es mein Fall des Monats, einfach für mich die Erfahrung einfach eine ganz neue ist, den Patienten so einschneidende Erlebnisse, einschneidende Erkrankungen, meine ich, zum ersten Mal mitzuteilen. Und hier war das halt so, dass den End-50er, der ja noch einige Jahre vor sich hat, was Berufsleben angeht, dem jetzt mitzuteilen, dass das ihn jetzt erstmal aus der Bahn werfen wird. Also auf den Bau gehen ist erstmal nicht so gut. Kann er natürlich machen, solange er die Schmerzen aushält, aber das sagte er schon, das hält er nicht mehr so lange aus. Und ihm erstmal zu erklären, was das Problem mit seinen Hüften ist, nämlich eine schwere Arthrose, die man tatsächlich nur mit Implantation von Prothesen heilen kann. Das ist eigentlich keine Heilung, aber man kann ihm zumindest die Schmerzen nehmen. Aber es ist dann nicht mehr so, so gut, dann auf dem Bau tätig zu sein. Und das ist ja bei ihm der Fall und deswegen wäre das dann auch nicht mehr empfohlen. Und jede Prothese, wenn er auf beiden Seiten eine bekommt, da ist man immer so 3-4 Monate gut beschäftigt mit und dann nochmal das Ganze, also gut ein Dreivierteljahr ist er raus und danach nicht mehr auf den Bau gehen können, muss er irgendwie eine andere Tätigkeit machen oder vielleicht kann er noch in der Firma irgendwie was anderes machen, aber jedenfalls ist sein Leben in dem Moment erstmal nicht mehr so wie vorher. Und das jemandem zu sagen und zu sehen, wie er das realisiert, zum ersten Mal ihm zu erklären, was das ist. Und dazu kommt noch, das ist halt nicht wie ein Unfall. Ich meine, schon seit Jahren muss man Patienten mitunter sagen, was sie jetzt haben. Und das ist was ganz Neues. Und es wird erstmal in gewisser Art das Leben beeinflussen, drastisch oder weniger drastisch, je nachdem, was man sich verletzt hat. Aber die Kausalität zwischen einer Verletzung und einem Unfall, das ist einfach leicht verständlich. Auch wenn einer Hüftarthrosen hat mit Ende 50, was einfach schon ein junges Alter ist, weil das eigentlich eine Erkrankung ist, die man jenseits von weit 60, eigentlich eher 70, vielleicht so um die 80 hat, ist halt was anderes. Man muss es halt demjenigen erstmal begreiflich machen. Bei dem ist es so, dass er gewisse Veränderungen im Bereich der Hüftköpfe hatte. Wir nennen das präarthrotische Veränderungen, also Veränderungen, die er eigentlich schon sein Leben lang mit sich trug und dazu führte, dass er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Hüftarthrose entwickelte und in dem Fall halt auf beiden Seiten und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, das auch in jüngeren Jahren, wie bei ihm jetzt, schon zu bekommen. Ja, das ist halt neu für mich. Und deswegen ist das mein Fall des Monats. Ein relativ junger Mann, der mit beidseitigen Hüftarthrosen zum allerersten Mal zu einem kleinen Orthopäden auf dem Lande ging. So, das war mal wieder eine tolle Folge, Timo, so ganz alleine.
Und von daher, bleib gesund, komm dein Peace haust du noch raus, oder? Komm, mach mal. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ja, in der Tat, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich sag, Peace.